Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum ersten Let's Play Video. Heute spiele ich Belle in Wonderworld. Es ist ein Jump'n'Run Spiel im Stil von Super Mario World. Gestern habe ich schon die Demo-Version gespielt und heute spiele ich die Vollversion und schauen wir mal gleich rein. Welchen soll ich nehmen? Ich glaube, ich nehme den da, weil der passt halt zu mir. Die sind so süß. Okay. Man kann A Belle in Wonderworld auf der Nintendo Switch spielen, PlayStation 4, PlayStation 5, auf der Xbox und auf dem PC in Steam. Ja. Also ich spiele es jetzt alleine, aber man kann es auch mit zwei Spielermodus spielen, um mit Freunden oder Familie zu spielen. Ja, ich beginne gleich mal. Machen wir eins. Wie gut diese Grafik ist. Finde ich voll krass. Oh mein Gott, die folgen mir. Ey, die sind so süß. Ich würde die auch im echten Leben haben. Okay, hier sind so kleine Smaragde. Oh Gott, Biest. Schlüssel und ich bin ein Tornado-Wolf. Okay, wenn ich jetzt springe, bin ich wie so ein Wirbelsturm und kann Sachen zerstören. Voll krass. Mit meinem anderen Charakter konnte ich das, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt ein Kostüm von 80 verschiedenen Kostümen, die verschiedene Fähigkeiten verleihen. Der hier kann Sachen zerstören. Ich muss doch hochkommen. Also ich schaue mich jetzt erstmal ein bisschen um. Tor hat sich geöffnet. Hier ist ein Spinnennetz. Ich glaube, man kann da hochklettern, oder? Ah nein, ich glaube, es kam mit einem bestimmten Kostüm, dass das dann die Fähigkeit hat, da hoch zu klettern wahrscheinlich. Okay, hier ist nichts mehr. Es gibt auch verschiedene Smaragde. Es gibt so rote und so gelbe. Ich bin voll gespannt, was man mit denen dann machen kann. Und übrigens, was ich noch vergessen habe, es gibt 12 abwechslungsreiche Welten mit verschiedenen Themen. Ich bin jetzt, glaube ich, in der Farmwelt, weil hier ist sehr viel mit Mais und so. Das ist ja ziemlich Farm. Okay, gehen wir gleich mal in die andere Welt rein. Eine Statue. Je mehr Statuen du sammelst, desto mehr Welten kannst du besuchen. Ich verspreche, ich werde meine Reise auch dorthin buchen. Da bin ich nicht alleine, ne? Ein Hase! Er ist durch den Spiegel gegangen. Das muss ich jetzt auch gleich mal versuchen. Aber ich schaue erstmal, ob noch irgendwas ist.
glaube nicht mehr. Ich gehe gleich mal durch den Spiegel durch. Hä? Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite gelandet. Oh mein Gott, schwarze Magie. Oh mein Gott. Dass ich jetzt kämpfen muss. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott, die greifen mich an. Oha. So. Man hat sie besiegt. Smaragde. Okay, also. Was kann man hier so machen? Ich glaube, da kann man auch noch irgendwas machen. Hier sind ja so Figuren, die tanzen. Hier ist ein Smaragd. Ein böses Smaragd. Aber ich komme da nicht hoch. Ich glaube, ich muss da dann anders hochkommen. Ja. Okay. Hier ist wieder ein Spinnennetz. Aber ich glaube, da komme ich auch nicht weiter. Na, da bleib ich auch wieder hängen. Okay, dann. Okay, hier habe ich jetzt rote Steine. Oh mein Gott, was ein großer Smaragd. Wie soll ich da rüberkommen? Okay. Also jetzt habe ich alles. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Ah, ein neues Kostüm. Ich bin ein Hase geworden. Ein Hampelkänguru. Wie süß es aussieht. Okay. Oh, guck mal. Ah, ich kann in der Luft laufen. Oh, das ist voll krass. Und man kann jederzeit auch noch die Kostüme wechseln. Also wenn jetzt Dorothy das andere Kostüm wird, wechselt einfach. Das kann man jederzeit wechseln. Ich könnte jetzt auch mal wechseln. Ja. Hier. Und jetzt bin ich wieder dieses Biest. Ich wechsle wieder. Ein Hut! Du hast mich gefunden, Jungspund. Viel Spaß, denn jetzt geht es rund. Nutzt du meine Kräfte gut? Zauber ich was Tolles aus meinem Hut. Oh mein Gott. Diese Zwischensequenzen sind auch richtig gut gemacht. Also ich muss jetzt in seine Silhouetten rein. Ich hoffe, ich schaff's. Ja, geschafft. Ein Salto. Fliegen. Oh Gott. Nochmal geschafft. Oh mein Gott, einfach eine Kugel. Ich hab's geschafft! Ich hab 3 Super und ein Ups. Da bin ich einmal. Hab ich das falsch gemacht? Okay, hier drüben öffne ich dann wieder, glaube ich, das Tor. Ich öffne es gleich mal. Oh mein Gott, da ist wieder so ein grünes Teil mit der schwarzen Magie oder so. Okay, was ist hier so? Okay, ich glaube, ich kann ja auf jeden Fall irgendwas machen. Oh mein Gott, ein Herz, ein halbes Herz. Ah, ich hab's geschafft. Ja, ich hab Kapitel 1 geschafft. Ich habe 3 Statuen. Ich glaube, in 2 werde ich jetzt die anderen finden. Ah, hier kann man irgendwas machen. Drücke Space, um deine Tims mit ein paar Tropfen zu füttern. Ach so, das heißt, ich bin jetzt die ganze unterwegs, um Futter für die zu finden. Ah! Jetzt macht alles auch Sinn. Okay, hier drüben sind auch noch welche.
Ja, da kommen jetzt wahrscheinlich diese gelben. Ja. Okay, da drüben kann man. Es sind auch noch welche. Da kommen wahrscheinlich jetzt die roten. Wie süß die essen. Und die sind so süß. Hier sind jetzt die roten, ja. Das bin ich's. Und? Ja. Und wie süß der springt. Ich würde den auffressen. Ich frage mich, wie die schmecken. Wahrscheinlich haben die so Geschmack so. Rot ist so Erdbeer und blau ist so Kaugummi oder so. Okay, eins habe ich geschafft, das ist auch so ein Daumen nach oben. Ich gehe jetzt in zwei rein. Ich bin gespannt, was da kommt. Oh mein Gott. Ah! Hier kann ich ein Kostüm wählen. Ja, ich glaube, ich will jetzt aber wieder diesen Hasen. Okay. Okay, gut. So. Weiter geht's. Bin so gespannt, was jetzt kommt. Das ist immer so richtig so, dass man immer voll so gespannt, was als nächstes kommt. Oh mein Gott. Wir tanzen. Okay, ich hab wieder einen Schlüssel. Oh mein Gott. Ein neues Kostüm, ein neues Kostüm, ein neues Kostüm. Oh mein Gott. Ich bin eine Gummiblume. Wie geil der Tanz. Okay, halt Space gedrückt, um deinen Körper kurzzeitig zu dehnen. Oh mein Gott, ich werde voll groß. Ah. Okay, das macht Sinn. Deswegen heißt es auch Gummiblume. Ah, ich kann so auch laufen. Ah, okay. Verstehe. Die Welt bewegt sich hier auch so. Also die macht so Wellen die ganze Zeit. Und da oben fliegt irgendwas. Und ein Fragezeichen. Kann ich das antippen? Wahrscheinlich. Doch, habe ich geschafft. Ein Smaragd kam raus. Ich glaube, das war so eine Überraschung. Deswegen ist da auch so ein Fragezeichen drauf. Kostüm, wieder ein Kostüm. Ich liebe es, wenn ich ein anderes Kostüm bekomme. Delikater Drache. Oh mein Gott. Boah, der sieht geil aus. Ah, ich kann Feuer spucken jetzt. Oha, okay, das ist krass. Oh mein Gott. Wenn man es ganz lang gedrückt haltet, dann macht er halt richtig viel. Okay, das ist krass. Ah, hier brauche ich wieder mein anderes Outfit. Aber mal schauen. Nein! Mir ist gerade wieder eingefallen, man kann nur drei Kostüme in seinem Inventar haben. Das heißt, man sollte immer mit dem wechseln, den man nicht mehr braucht. Jetzt kann ich dieses Ding nicht mehr kaputt machen. Nein! Da muss man auch denken bei diesem Spiel, ne? Also, ja, jetzt muss ich mein Kostüm wechseln. Zu dieser Gummiblume. Ich glaube, die kommt da auch nicht rüber. Ah, doch, hier. Ich habe wieder eine Statue gefunden. Aber, ja. Du hast eine Statue erhalten. Oh mein Gott, diese Dinger drehen sich. Ich schaff's nicht aufzusammeln. Oh mein Gott, nein! Wenn ich in dieses runde Teil gehe, verschwindet mein Kostüm. Mein Kostüm ist weg! Nein, Nora. Oh Mann. Okay, dann kann ich gleich sein Kostüm auch aufsammeln. Ich bin eine Fußballerin geworden.
Ich habe es geschafft. Meine Güte. Okay, wartet. Das kann ich. Nein, es war so knapp. Es war so knapp. Es war so knapp. Nochmal. Ich schaffe das. Ich weiß es. Nein! Es wird immer knapper. Okay, nochmal. Ich schaffe das. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Oh nein. Also, ich weiß ja jetzt nicht, ne, aber da ist so ein Loch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ah! Ich wollte gerade sagen, wenn ich reingehe, dann sterbe ich und ich falle auch noch rein. Nein! Oh nein. Oh. Jetzt sind meine ganzen Outfits weg. Oh nein. Jetzt habe ich hier diese Blume. Gehen wir in die neue Welt. Oh mein Gott, Ball! Ah, jetzt ist das mit dem Ball. Ah, jetzt ist einfach für was der Ball war und das Loch, in das ich reingefallen bin. Ja. Okay. Hier ist, glaube ich, ein Speicherpunkt. Okay. Und beim Spiel finde ich es auch richtig tolle Musik dabei. Also die passt richtig zum Spiel. Oh mein Gott, eine Parade. Die tanzen alle. Oha, wie geil. Oha. Ah, jetzt sind sie wieder weg. Okay, krass. Okay, da muss ich jetzt mein Outfit ändern. Dieser Blume. Okay. Monster, das ist ein Monster, das ist ein Monster. Ah, muss auf die Monster drauf springen. Oh mein Gott, hört die Susi? Die singen auch. Ah, nein! Nein! Ich bin aus und wir sind auf dieses Loch drauf gegangen. Meine Blume ist weg. Okay. Nein! Ich wollte das nicht! Okay, okay. Ich habe noch ein Outfit. Nee, jetzt, oder? Wie soll ich jetzt was machen? Ah, mit diesem Dino kann ich Sachen auch kaputt machen, weil der kann ja so, so Feuer spucken. Okay, hier ist... Ah, ich hab's geschafft! Ich bin einfach gesprungen. Ich hab's geschafft, glaube ich. Da hinten ist das End. Das ist der Baum da. Ja, ich hab ganzes Herz. Ist das eigentlich überhaupt ein Herz? Ja, ich hab ganzes Herz. Was passiert mit mir? Ich kann fliegen. Hab's geschafft? Ich sehe am Ende immer diese Animationen. Die ganze Ernte ist jetzt tot. Ein gruseliges Stil. Ja, gar nicht, ich muss den jetzt retten. Oh mein Gott, das wurde verschlungen. Oh Gott, ich muss gegen so einen Hund kämpfen.
zu groß. Der soll weggehen, er macht mir Angst. Hallo, wie soll ich denn den kriegen? Der ist nicht gestärkt. Ich muss hier drauf. Zurück. Oder er hat sich in den verwandelt. Oh Gott, jetzt kommt's. Ah. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Checkt auf jeden Fall dieses Spiel ab. Es ist richtig cool. Der Link ist übrigens in der Infobox. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da, Abonnieren nicht vergessen und Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.